Hallo, willkommen zurück zu unseren östlichen Grenzen Europas. Denke ich mal, dass wir da sind. So sieht es ganz aus. Auf jeden Fall, wir haben jetzt mit inzwischen 94% Spielfortschritt erreicht. Ich bin mal gespannt, wie es hier zu Ende geht. Mit Alarm, okay. Wahrscheinlich werden wir wie immer von dahinter angegriffen. Jawohl. Also, ich muss sagen, das lässt sich sehr gut mit der Maus ruhig halten. Hat man selten bei Games, ne? Muss man schon sagen. Kann man das Sound ein bisschen lauter machen. Ich dachte immer, wir müssen so eine gewisse Anzahl von Leuten hier erschießen. Aber offensichtlich geht das nach Zeit. Noch 3 Minuten und 10 Sekunden werden wir angegriffen und dann ist es vorbei. Alle abgewiesene Leute greifen uns jetzt an. Sie haben sie oft genug angekündigt. Ich muss auch mal so ein Scharfschützegewehr zulegen, damit mal das besser ist. Noch 2 Minuten werden wir angegriffen. Ja, nicht von der Seite hier. Na, jetzt aber, komm. Langsam kommen sie näher. Noch 1 Minute müssen wir aushalten. Halbe Minute. Ach, da kommt es noch mehr. Na komm schon, wechsel schneller. Ja, mach doch schon. 1, 0. Verbleibende Feinde 7. Ah, jetzt müssen sie. Ah, okay. Noch 3. Da ist er, der letzte. Okay, jetzt haben wir einiges an Munition aufgebraucht. Müssen wir wieder Neues kaufen auf jeden Fall, bevor es hier wieder mal rund geht.
Habe ich schon noch was drin von dem? Nee, da sind jetzt wieder andere. Das ist von meiner Pistole, das ist klar. Nee, die muss ich kaufen für die Maschine. Pistole. Er steht schon wieder da rum, raucht wieder Zigarette. Genau, alles wieder gut. Ich laufe hier in der Unterhose rum, deswegen gehe ich schnell wieder ins Bett. Bob, die immer mache ich mir die Tür, schlage ich mir voll auf die Nase. So, noch ein bisschen Pove. Genau, raus aus den Federn. So wird mir hier geweckt. Aber der Typ ist cool, ne? Beim Angriff unterstützt er uns, indem er sagt, Achtung, die Feinde kommen immer näher. Er sieht das wahrscheinlich von der Überwachungskamera, wo auch immer er sitzt, dieser Typ. Wäre schön, wenn man den in dem Game nochmal sehen würde, am Schluss. Gurken. Gurken, Schnaps und Zigarette, genau. Mehr brauchen wir hier gar nicht. Für mehr ist die Gegend gar nicht ausgelegt. So, die Bestimmung, ganz kurz nochmal. Also, jünger als 30 darf nicht einreisen aus Afghanistan. Schmuggler gibt es noch 3 Stück. Obwohl die Reise eh nie ab. Schlagbaum ist vorne wieder, ja, wieder repariert. Gute. Hört sich immer an, wie Idiot, brauchst du das wirklich? Felix, halt doch mal die Waffe da hinten dran. Also der ist schon mal, das kann man schon mal abhaken. Einreisebestimmung, so. Felix Pawlowski. 96,7Q, 1E, 71, 1E. Passt. Passt auch noch. Der Illich 57 hat er, das ist dieser LKW. Jo, passt. 6230 Kilo. Och, ich hab schon in der Hand. Wie kommen die dann her? Gewicht passt auch. Das ist nur mein Schild. Komm, machen wir schon. Haben wir schon. Ja. Junge. Kommst du das gleich mal von vorne an? Fehlende Stoßstange. Zwei Spiegel. So, XQW 9514 TU, das passt. Ob da hinten noch Stoßstange ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist das bisschen da, das bisschen Elend. Sonst sind keine Schäden da. Ladung hat er keine. Dann fangen wir an, das Ganze zu durchleuchten, ne? Würde ich sagen. Kühlergrill habe ich wieder. Irgendwo in der letzten Folge mit Alkohol wieder was vergesse. Wo haben wir denn Schmuggelkandidat ist? Gehen wir mal trotzdem gucken, obwohl ich hier noch nie was gefunden habe. Wer weiß, ob überhaupt Schmuggelware in der Wende versteckt ist, aber wer weiß ja nicht. Ja, ich werde immer langsamer. Je mehr du rumnervst, werde ich langsamer. Jetzt geht's in die feine Überprüfung. Der wird dann nicht am Ende sauber sein, bis auf das Alter. Himmel hatte ich auch schon vergessen, mein lieber Mann.
sieht aber soweit ganz gut aus. Da unten drunter hängt Lamp auch nichts? Nee. Dann kann er mich doch eigentlich jetzt kreuzweise, oder? Einreisegrund, das ist im Moment das einzige. Pakistan, ja, das ist alles richtig. Achso, Stempel stimmt sogar. Ja. Ist da irgendwas, was ich noch übersehen hätte? Ja, wir sehen uns bald. Der Orange hinter der Bäschrunne bei Nacht. Mit Gewehr in der Hand. So. Nicht, dass er hier durchfährt. Und die Punkte. Jawohl. Jetzt habe ich gerade von Steven die Belohnung bekommen, du kommst hier nicht rein. Sehr gut. Schön langsam hier bleiben. Ja. So. Utkin Akip. Akip. Unkin Utkin. Name ist schon. Unkin. Akip, Utkin, Utkin, Akip, Akip, Akip. Nur hier, der denkst du, ist falsch, okay. Der kommt aus Akaristan und ist, ja, jünger wie 30. Hm. Wieder ein Einreisegrund. Die Passnummer J27, J27, Mod 2, Mod 2. 82, Juni 81, das wäre okay. Das Stempel sieht schon wieder komisch aus. Oh doch, der ist dabei. Achso, halt Auto. Der AZV. Ja, das war der auch, was man da gesehen habe. Gucken wir mal kurz nach dem Kennzeichen. JCL. Ach, YCL. Der, ja, das also. Passnummer. Foto, Fahrzeugtyp, Kennzeichen. Wann mache ich dann Dokumente im Hintergrund? Ich bin mir nicht sicher. 4337. Ja, ja, ja. Der Rest ist eh egal. ...2390, das passt. Keine Übereinstimmung. Mal gucken, was er mir. Genau, dann kann ich es ja sehen, was er mir vorschlägt. Kennzeichen kann ich hier nicht abgleichen. Übereinstimmung. Die passen nicht zusammen, ja, aber das ist doch egal. Die Gültigkeit, die müssen nicht gleich sein. Er ist 24. Ach komm mal, so rechne ich hier rum, ja. Was ein Quatsch. Ich habe so das Gefühl, dass der mal schmuggelt. Wir haben jetzt schon lange keinen Schmuggler mehr gehabt. Ach, lass doch das Loch auf, Mensch. So. Ist das das Schlange-Symbol? Nee. Ach nee, wieder kein Schmuggler. Ruckzuck wieder aufglase. 5 Ölfass, hier 4, 3 Weinfass, hier auch 3. Oder habe ich irgendwas vergessen? Zu zählen.
Wenn du doof, wenn ich jetzt wieder was finde. Ein Schlange-Symbol. Dann muss ich gründlicher suchen, weil dann habe ich wirklich wieder was übersehen irgendwo. Aber bis jetzt gar nichts. Ich hatte noch nie einen Fall in der ganzen Folge, wo nur ein einziges Schlange-Symbol, ein einziges Versteck war. Dann war doch mehrere. Immer mehrere. Ja. Du provozierst mich ganz schön. Mein Freund, bin schon am Nachdenken, wie ich dich jetzt hier festhalte. So. Ich glaube... Achso, die Beschädigungen. War da was? Da ist nix. Auch nix. Ich meine, das ist ja schon genug. Ich schmeiß jetzt mal kein Dokument in den Grund. Ich schmeiß jetzt mal gar nichts. So. Wenn er jetzt Gas geben will, wird er direkt mit einer Kugel im Kopf erschossen. Aber er dreht, sehr gut. Eigentlich keine schlechte Idee, so können sie vielleicht noch aufhalten. 160, irgendwas fehlt schon wieder, was ist denn jetzt schon wieder? Dokument, Fahrzeugschein. Ja, weil der Fahrzeugschein war falsch, da muss der Dokument... Aber es ist ja hier auch gekennzeichnet, na gut, egal. Sorek, Ilio, Otsabik Sarasta? Warum fragen die immer so ein dummes Zeug? Die wissen doch ganz genau, gerade in solcher Gegend an der Grenze, dass man den Ausweis rausholt. Muss das wirklich sein? Das passt alles. Komm, solange wir hier oben Energie haben, kann ich das hier benutzen. Ja, ist alt genug. 31. Mai, 10. August, das ist okay. Tourismus. Aus Kakasdam. Aus Kakasdam. Kakasdam. Übereinstimmung, das passt. Achso, schon wieder. Auto ist ein Zavet. Der ist doch das Kleine gefahren, oder? Das war doch. Ja. Passt doch alles. Alles gut. 8 Gepäckstücke, da gucken wir gleich mal nach. Kennzeichen. Das SFY204 SI, das passt. 1520 Kilo, das hat er noch Gepäck drin. Okay, Übergewicht. Geht bei dem Auto bestimmt schnell, ne? Fahrzeuggewicht. Ist das schon jetzt ein Verweigerungsgrund? Gute Frage, ne? Nächste Frage. So. Spiegel, Kotflügel, Reife, alles in Ordnung. Die Scheibe hat er, glaube ich, runtergedreht vorhin. Die wäre dann also da. Kein kaputten Auto. Auch nicht, nee. Mhm. Dann zählen wir das erstmal. Hier sind 8. 8 sind auch da. Ich habe immer Bedenken, wenn ich so einen Koffer öffne, dass das, eine Bombe gleich hochfliegt. So, jetzt müssen wir ein bisschen gründlicher gucken. Das wird ja so ein Kandidat, wo wahrscheinlich die Sitze und Reifen sehe ich auch schon da unten. Kofferraum erstmal genau kontrollieren.
So, also da war nichts. Gehen wir da mal rein. Der schmuggelt nur eine Reife wahrscheinlich. Und in der eine Tasche. Ach Mann, guck doch einfach unter das Auto. Da ist nichts. Ja, ja. Und Zigarettenschmuggler wieder. Stell dich nicht nur hin. Wenn ich sowas finde, steche ich zu. Ohne Ende. Kein Reifen mehr. Ich darf die Sitze nicht einfach zerschneiden, wenn da nichts... Ach. Ist ja schon gemein, ne? Schlitze stemmt die Tasche auf, dabei ist so ein Reißverschluss dran. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch was und nachher ärgere ich mich wieder. Den kann man da schon mal wegsperren. Geht uns auch nicht auf den Keks. So. Ich bin draußen ein bisschen Schlitze. Ans Messer hin. Ah. Wird auch mehr kleiner, die Taschenmesser. Ich will nur sicher gehen jetzt, dass ich da nicht schon wieder was vergesse. Da ist nichts. Der Himmel ist auch nichts. Wird natürlich auch schwer nur Stangzigarette reinpassen, ne? Stoßstange auch nicht. Nee. Naja, dann riskieren wir es, ne? Wo ist er dann jetzt wieder dahin? Läuft er rum. Ich glaube, wenn er schon das Symbol auf dem Kopf hat, dann ist er auch als nächstes dran. Dann ist da nichts mehr zu finden wahrscheinlich. Oder weil ich ihn schon eingesperrt habe, keine Ahnung. 160, schon wieder etwas vergessen. Oh. Unter dem Armaturenbrett. Leute, da habe ich geguckt. Ich komme doch nicht dahin. Ich war in der tiefe Gangart, habe versucht runter zu gucken. Man kommt ja nicht tief genug runter. Oh Mann, ist das fies. Ich hoffe, er bleibt kurz stehen. Ich muss schnell die Schmuggelware... Ach ja, jetzt haben wir das Auto hier stehen. Stimmt. Wo ist denn jetzt unser Lagerraum? Ach, dort kein Lager, oder? Hat er kein Lager? Da ist eine Einzel... Ah, da. Da ist unser Lager. Na je. Ihnen ist schon klar, dass Sie mit einem platten Reif hier rumfahren, hä? Der Gennady Utkin. Gennady Utkin. 50Z, jawohl. Das 43. Akaristan. Das Symbol passt aber. Brauche ich eigentlich gar nicht zu kontrollieren. Ja, brauche ich nicht zu kontrollieren. Und schon wieder Auto, Fahrzeuge. Varilla 4x4. Ja. Passt 1580 Kilo. Mhm. Passt auch. Vielleicht haben wir mal einen Kandidat, der da rein darf. Der Kühlschrank, die Menge, das wird auch stimmen, was ich gesehen habe. 81. 4. Juni 81, Einreise, Gültigkeit hat er.
TQ. Ich fällt mir das Nummernschild. TQR 0266 OX. Okay, also zerbrochene Scheinwerfer. 2 kaputte Reifen. Das ist übrigens kein Cabrio, sondern das sind Leute, die schon selber das Dach abgeschnitten haben wahrscheinlich. So, da vorne. Ein Spiegel und eine fehlende Stoßstange. So. Das ganze Auto nach Schlangen absuche. Oh. Der Himmel braucht Schnitz abzusuchen in dem Fall. Könnte ja auch ein Grund sein, warum die Reife platzen, ne? Dass er da was Geschmuggeltes drin hat. Was hat gut zugemacht und jetzt ist die Luft verloren gegangen. Arosco Valishu. Langsam kann man die Sprache auch lernen, ne? Wäre aber auch nicht so ideal. So, was haben wir bei ihm? Nix. Uxaya, Acciabattista. Acciabattista, genau. Auf Wiedersehen, Acciabattista. Ne? Das haben wir schon gelernt. Ja, 200, das sieht doch gut aus. Atajcie, Waryżu, Komandiru. Arosko, Propshamana, Atmatur. Kommt sehr entgegenkommt. Der Kassander Matejkov. Kassander Matejkov. Kassander Matejkov. Kassander Matejkov. Er verkauft Zigarette und kauft Toilettenpapier. Haben wir noch? Sack Kartoffeln. Moment, ich bin gleich wieder zurück. Nicht weggehen. Zigarette kauft dasselbe. Ob das. Ich weiß nicht, das macht in dem Spiel nicht so viel aus. Also wenn wir darauf angewiesen wären, Handel zu betreiben, wäre das vielleicht ein bisschen besser. Aber so ist es eigentlich nicht wichtig, ne? Naja, viel war es jetzt nicht. Ja, aber wir sind noch nicht fertig. JU3K 61Y1, jawohl, das passt. Akaristan, der Stempel passt, brauche ich gar nicht zu gucken. 23. Mai, ist noch okay, 1. Januar 82 ist 2, sehr gut. 4200. Ja, passt auch. Vorbildliche Nummernschild vorne, VGP 5908, VGP 5908, YP. Keine Beschädigung. Sieht sogar sauber aus. Ach ja, bis der wieder nachlädt. Der mit seinem Nachlade immer. Nimm die Waffe aus der Hand, Mensch. Kerle.
Ja, fahr doch. Ich dachte, das wäre ein gut Auto. Ich hätte gar nichts mal. Ich hätte das Kokain erstmal liegen lassen sollen, dass er erstmal aussteigt. Das war ein Fehler. Ich darf die nicht sitzen lassen im Auto. Oh, Alter. Jetzt wäre mir ein noch schnelleres Auto lieber. Wie der Kleine. Ich sollte den Kleinen eigentlich stehen lassen und immer gegen Ende des Tages dann den Rose rausholen, wenn ich was anderes vorhabe. Das ist ein guter Plan. Gib's doch auf, Mensch. Häng dir schon auf der Ferse. Komm bitte. Lass dich nicht erschießen. Nur ein Schuss, okay? Nur eine. Jetzt macht er schon Fehler. Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Was soll ich denn machen jetzt? Ich will doch gucken, Mensch, was er noch... Ey! Ist das wieder eine Scheißecke hier? Wunderbar stehen geblieben. Ich kann die hier nicht ausladen. Der kommt da nicht rein. Ach Mann, ist das doof. Wenn man da überhaupt noch was findet. Oh Mensch. Der geht nicht das Auto rein, gar nichts. Wenn ich es verhafte, ist alles weg. Oder kann ich noch nachgucken? Doch, geht doch. Ob das wirklich alles war? Ja, nee. Dann wollen wir alles haben, ne? Oh, jetzt wird's auch noch kriminell hier. Fall endlich runter, Mensch. Das ist so nervig. Das wird's langsam kritisch, ob wir alles mitnehmen können. Da haben wir geguckt, da war nichts. Da wird da drin auch... Oh, meine Güte, ist das hier... So blöd kann man sich doch nicht hingestellt haben. Machen wir das mal gerade weg. Kann man den Scheiß denn ausräumen, ne? Kann ich den zurückfahren und den dann hole? Nee. Ich würde den ungern hier stehen lassen jetzt. Warte mal. Erstmal ein bisschen Platz machen jetzt noch. Der sitzt da drin ja schön gemütlich. Fährt er noch, siehst du?
Nein, ich würde nur gucken, ob ich da hin was ausräumen kann. Mit E? Nee, geht nix. Ach komm. Wir haben ja einiges gefunden, ist ja egal jetzt. Überfall, das war doch schon wieder klar. Ja, mach langsam. Warte, warte, bleib stehen. So, genau. Haben wir schon mal eine. Oh, die Tür ist hier weg. Wo sind sie dann jetzt? Hä? Ja, dahinter sind sie. Na komm schon. Also, Munition kaufen. Ne? Das darf ich nicht vergessen. So, und zurück. Halbe Auto wieder kaputt. Glaube ich doch nicht. Ach Mann, geh raus. Na, zufrieden? Gleich reparieren. Was denn jetzt? War das der letzte? Ja, dann sollte ich doch eigentlich nehme ich die Karre und ich muss Munition kaufen. Ah ne, ich kann den doch auch herholen. Das kostet zwar 200 Geld, ne, dass der Flatte herkommt. Und dann brauche ich jetzt wieder durch die Gegend zu eiern. Boah, 200 fürs Herkommen, also. Und ich habe noch nichts gekauft, ne? Das müsste ich im Flat eigentlich auch mal abgewöhnen, irgendwie. Wenn er was verkaufen will, soll er kostenlos herkommen. So. Genau das brauchen wir. So, von denen haben wir im Lager welche. Davon würde ich auch gerne noch ins Lager machen. Ich glaube, das war eigentlich mal genug. Mit den Waffen bin ich zufrieden, brauche ich nichts anderes. Noch mal eine Axt nachkaufen. Ich denke, es wäre eine Mörser oder so, also so eine Piratenpistole, aber das ist ja ein Gasrohr. Ja, alles, wo man Schaden zufügen kann, ne, den Leuten, ist ja klar. Messer würde ich gerne mitnehmen. Warum habe ich dann jetzt eigentlich die ganze Koks dabei noch? Halt, der Seiteingang, der war auf der Seite. So, okay. Gut, sicher aufgehoben, halt falsche Richtung.
gut und sicher aufgehoben da drin, ist alles gut. Das wundert sich, dass ich wieder komme. Skalpell brauchen wir nicht. Ein taktisches Messer ist immer gut. Ein Kampfmesser nehmen wir noch dazu. Axt haben wir. Brecheisen. Muss ich schnell im Lager gucken, wie es da aussieht. Weiß ich es gar nicht auswendig. Ich bin der Einzige, der hier irgendwie Hektik verbreitet. Ne? Alles andere scheint irgendwie easy sein. Ne? So easy living. Brecheisen haben wir doch noch. Ne? Messer hätte ich auch genug. Naja, egal. Dann machen wir folgendes. Ah ne, halt, stopp. Das Messer machen wir doch da dabei. Die Axt lassen wir mal in der Nähe. Die erste wird bald kaputt gehen. Dieser Kampfknüppel, da bin ich auch nicht so ganz. Also der hier. Bis jetzt habe ich den noch nie eingesetzt. Naja, ist alles begrenzt. Aber egal, so lassen wir es. Würde sagen, gehen wir gleich schlafen. Ne? Ich bin jetzt gespannt. Kann man das eigentlich sehen? Das sieht besser nicht, ne? Wie viel Prozent wir haben. Tipps, Unterstützung, Optionen, Fortsetzen. Ah, halt, stopp. Da war doch mit Statistik dahinter. Da war was mit Statistik. Da gucken wir gleich nach. Nee, nicht anrufe. Erkundung, Aufgaben, 101, besiegte Angreifer, 191, buh. Personalgebäude, Rang, Gefangene, Statistik, aber Grenzpostenkontrollen, tägliche Kosten, aber der Spielfortschritt fehlt dir irgendwie, oder? Kann ich nichts sehen. Kann ich nichts sehen. Gut. Geh mehr schlafen. Ihr am besten auch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao, ciao.